Anderthalb Jahre nach Erstausstrahlung, jetzt auch endlich in unseren schönen Heimkinoregalen auf DVD und Blu-ray. Ich verstehe nicht, warum es immer so lange dauert, bis diese wunderbaren Serien irgendwie mal auf DVD und Blu-ray released werden. Klar, ist es oft die Politik, da noch mal ein bisschen zu warten, damit die Verkaufszahlen in die Höhe steigen. Aber gerade bei so bekannten Sachen wie Daredevil oder Game of Thrones verstehe ich es einfach nicht. Denn diese Filme genießen ja auch so einen Hype, dass sie so eine Veröffentlichungspolitik eigentlich gar nicht brauchen. Aber vielleicht liege ich ja auch falsch mit meiner Vermutung, dass es einfach nur an der Veröffentlichungspolitik liegt, um mehr Verkaufszahlen zu kriegen. Wenn es jemand von euch besser weiß, schreibt es bitte gerne in die Kommentare. Wir können auch gerne ein bisschen darüber diskutieren. Und ja, also Daredevil gibt es jetzt die Kritik zu und auch später könnt ihr dieses Exemplar hier gewinnen. Ja, worum geht es in Daredevil? Ich denke, die meisten werden es wissen, die haben die Comics gelesen, aber es geht um Matt Murdock. Der verliert sein Augenlicht als Kind, also er wird blind, das sieht man auch in der Rückblende. Und ja, dann, als er erwachsen ist, ist er Anwalt, er will sozusagen die schwachen Leute als Rechtsanwalt vertreten und glaubt wirklich daran, dass er für die in Gerechtigkeit einstehen kann. Und nachts treibt er als Daredevil sein Unwesen und ja, hält sozusagen die Gangsterszene Hell's Kitchen in Schach. Ja, das ist so die grobe Handlung von Daredevil. Wir stoßen auch auf einen sehr mächtigen Antagonisten, aber ich will nicht zu viel spoilern und habe die Handlung deshalb nur mal grob umrissen. Mir hat die Serie bzw. die erste Staffel, die ich hier bewerten werde, sehr gut gefallen. Ich mag den Hauptdarsteller Charlie Cox, macht das wirklich sehr authentisch. Man nimmt ihm ab, dass er diese Person ist und man nimmt ihm auch ab, dass er blind ist. Also es ist wirklich ein sehr schönes, feines Schauspiel, was wir hier erleben können. Weiterhin haben wir noch Rosario Dawson, Vincent D'Onofrio in den weiteren Rollen. Vincent D'Onofrio ist ein wunderbarer Antagonist. Wie gesagt, also die Serie hat tolle Schauspieler, tolle Settings, einen tollen Look. Netflix steckt ja wirklich immer sehr viel Geld auch in die technischen Sachen und man merkt es hier einfach, also die Kamera liefert wirklich tolle Aufnahmen, gerade bei Nacht, man sieht hier wirklich viel von der Nacht. Ich finde, das Cover ist zwar ein dezenter Fail, das sieht so wirklich echt nach, ich schreibe weiter ab, aber das ist mir gerade so eingefallen, also falls ihr es sehen könnt, das Cover sieht wirklich sehr, sehr, sehr modelliert aus und sehr konstruiert und man merkt, dass es einfach, ja, finde ich ein hässliches Artwork, aber nun gut, das ist nun wirklich echt ein kleiner Kritikpunkt und das kritisiert ja auch nicht die Serie. Also wie gesagt, toller Look, tolle Effekte, wirklich auch atemberaubende Choreos mit tollen Slow-Mos mit bei und die Serie macht einfach Spaß. Sie genießt wirklich keine Flaute, also wir haben hier wirklich Unterhaltung pur. Die Serie weiß doch immer, wann sie mit den Episoden aufzuhören hat und hinterlässt uns auch mit einem kleinen, aber feinen Cliffhanger am Ende der ersten Staffel und hat mir deshalb sehr gut gefallen, genießt, ich sag zu oft genießt in dieser Folge und kriegt von mir auch deshalb 8 von 10 möglichen Punkten. An einigen Stellen hätte ich mir einen größeren Überraschungsfaktor gewünscht, aber wie gesagt, man kann nicht alles haben. Es ist eine sehr stringente Handlung, die dieser Film verfolgt, aber eine gute Handlung und eine glaubwürdige Handlung. Deshalb, in diesem Sinne, kommen wir zur Verlosung, beziehungsweise boxen wir das mal an, machen wir ein kleines Unboxing, was wir sehr selten machen. Hier diese Edition hat einen kleinen Schuber, der ist leider nicht matt gehalten, es glänzt und man sieht jedwede Fingerabdrücke auf diesem Schuber drauf. Wendecover ist Disney-typisch leider nicht vorhanden, beim Steelbook ist es wahrscheinlich da, aber hier leider nicht. Ja, Rückseite mit ein paar Artworks, ist ganz schön geworden, aber nicht übermäßig halt und Innenseite mit einem Artwork und den Episodentiteln. Ja, ich hätte mir was Schöneres vorstellen können, bei Game of Thrones machen sie sich wirklich immer mehr Mühe, aber man muss ja nicht vergleichen. Wie gesagt, die Disney-Veröffentlichung, mit denen habe ich allgemein so ein kleines Problem. Aber gut, für den Sammler ist es nichts, aber ich meine, der für den Serien-Junkie auf jeden Fall. Und wer die Serie jetzt noch nicht gesehen hat, der sollte sie sich vielleicht mal angucken. Entweder auf Netflix oder sie sich hier zum Beispiel gewinnen, indem ihr den Hashtag Daredevil in eine E-Mail schreibt an filmclub.fl@gmail.com. Was da drin stehen muss und so weiter, könnt ihr in den Teilnahmebedingungen lesen. Das muss ich jetzt hier nicht nochmal erläutern. Und ich würde sagen, ja, nehmt alle tatkräftig dran teil. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da, wenn nicht einen Daumen nach unten. Und sonst sehen wir uns in einer nächsten Kritik oder Verlosung wieder. Und ich hoffe, ihr schaut auch da wieder zu. Bis dahin, euer Lieb.